Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen C-Tutorial von mir. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Funktion memset verwenden könnt. Memset ist eine Funktion, die in der Header-Datei swing.h definiert ist und sie wird benutzt, wenn man jetzt einen bestimmten Speicherbereich mit einem bestimmten Wert versehen will. Nun, wenn sich das jetzt theoretisch für euch anhört, kein Problem. Wir zeigen das jetzt mal hier an einem konkreten Beispiel, oder ich zeige euch das an einem konkreten Beispiel. Ich binde erstmal hier swing.h ein, dann ein Character Array, und mittels malloc fordere ich eben oder reserviere ich einen Speicherbereich auf dem Heap. Und dann können wir hier mal Folgendes machen: Constant ist gleich 10 und hier Array Size also. Das sieht zwar ein bisschen umständlich aus hier. Ich hätte jetzt hier auch direkt hier malloc die Zahl 10 übergeben können, denn Size of Character hat nun mal den Wert 1. Ein Character, der Datentyp Character, nimmt im Speicher einen Byte an Platz ein. Und 10 mal 1 hier sind 10, also hätte ich direkt 10 sagen können. Aber ich finde, dass dieser Stil hier wesentlich eleganter ist. Das andere, was ich jetzt hier noch mache, ist, nun, ich habe jetzt Speicher reserviert auf dem Heap und irgendwann sollte man den Speicher auch wieder freigeben. Und bevor ich das irgendwann mal vergesse, mache ich das nämlich sofort, nachdem ich eben diesen Speicher reserviert habe, und zwar free p und dann ist auch gut. So. Und jetzt kann ich das machen, was ich eigentlich machen wollte, nämlich memset benutzen. Und memset nimmt drei Parameter entgegen, wie ihr sehen könnt. Der erste Parameter zeigt auf den Anfang des Speicherbereichs, das ist jetzt hier A. Und hier als zweiten Parameter gebe ich eben jetzt das Zeichen an, mit dem halt der von mir angegebene Speicherblock überschrieben werden soll, oder mit dem halt der Speicher initialisiert werden soll. Und hier kann ich ja wieder als dritten Parameter eben die Anzahl der Bytes hier der Funktion memset übergeben. Das mache ich auch wieder auf die elegantere Weise, nämlich Array Size mal Size of Character hier nutze. So, als nächstes eine Vorschleife, um die ganzen schönen Zeichen auch mal auszugeben. So, und hier ein Printf. Und ja, das müsste jetzt gehen. Und nee, aber hier wird irgendwie gemeckert. Ja klar. Was ist hier nicht richtig? Ach so, nicht Free P, sondern ich habe es ja A genannt für Array hier, ne? Okay, dann haben wir also auch das hier hinbekommen hier. Jetzt Command plus R, um das Programm auszuführen. Und wie ihr sehen könnt, ist hier der gesamte Speicherblock hier überschrieben worden mit dem Zeichen B hier, mit dem Buchstaben B. Ich kann jetzt des Weiteren Folgendes machen. Ich kann memset ja nicht nur benutzen, um jetzt hier einen Speicherbereich zu initialisieren, sondern auch um Werte zu überschreiben. Das mache ich ähnlich, so wie ich das hier beim ersten Nutzen von memset gemacht habe. Ich übergebe jetzt als ersten Parameter wieder eben
diesen Pointer auf diesen Speicherblock, dann hier an anderen Buchstaben, hier Buchstabe A. Und ja, und hier kann ich tatsächlich mal einen konkreten Wert hier angeben, beispielsweise 5. Und ja, jetzt Command plus R wieder. Mal jetzt ein Leerzeichen angefügt, damit die einzelnen Zeichen auch besser sichtbar sind hier. Und schon können wir hier sehen in der Ausgabe, dass die ersten 5 Bytes hier eben mit dem Wert oder mit dem Zeichen A versehen worden sind und die darauffolgenden Bytes eben mit dem Buchstaben B. Ne? Ja, also die Verwendung von Memset ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert hier gewesen. Ne? Und ja, ich hoffe, diese Funktion hier wird euch von Nutzen sein. Verwendet sie, damit sie auf jeden Fall verinnerlicht wird von euch. Ne? Denn all diese schönen Geschichten, die braucht man irgendwann einmal. Und ja, ich finde es ganz gut, wenn sich das alles so festsetzt und dass man nicht jedes Mal irgendwie mühselig irgendwas nachschlagen muss. Ne? Also spielt damit rum, habt eine Menge Spaß hier mit der C-Programmierung und mit Memset. Und ja, ich hoffe, es hat euch wenigstens Spaß gemacht, hier diesem Tutorial zu folgen. Gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, damit ihr bei künftigen Uploads hier auf dem Laufenden bleiben könnt. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.